bringen wir die Sache hinter uns. Tja, was kann ich noch erzählen? Ich habe ein weiteres Spiel, weiteres Let's WoW hochgeladen. Majordomus Kill, EU Proudmoore Ice Experience gegen Majordomus. Und dann Heroic natürlich. Ich sollte eigentlich besser weggucken, aber das sieht wirklich extrem aus. Das müsst ihr euch angucken. Zack, das war's. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmenteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Das ist ein kleiner Geschichtenerzähler irgendwie. Ihr seid dran. Tja. Ja, wir werden viel Spaß haben. Ist es wieder? Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ich komme ja schon. Gefangener, schön weitergehen. Ich komme ja schon. Ja, ja. So, jetzt kann ich allerdings nicht mehr steuern. Jetzt werden wir in die Knie gezwungen. Klack, klack. Dürfen dem anderen ins Gesicht gucken, quasi. Beziehungsweise dürfen ihn angucken. Und sie eine da. Der sieht richtig fies aus. Tja, und schon beginnt das Spiel. Ich glaube theoretisch, nein, wir können jetzt nichts einsammeln. Seht euch den Drachen an, der sieht richtig fies aus. Wo ist er? Ne? Da ist er gar nicht. Ratze. Mal hier rein. Aus hier. Eben. Ja, ja. Wir gehen ja schon. Beziehungsweise ich gehe ja schon. Seht euch diesen verdammten Drachen an. Heiß. Sehr heiß. Na, trotzdem geht's weiter hoch. Na, doch nicht. Tap. Aber. Tap. Hopp. Hopp. Genau. Ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer Junge, das macht ihr sehr gut. Torwolf! Seht euch diesen fiesen Drachen an. Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ach, halt die Klappe. Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atva. Das sieht so fies aus. Bleibt nah bei der Wand. Das sieht so richtig mies aus eigentlich. Ey. Oh, den Bogen will ich haben. Tiefbogen. Und meine Hände sind gefesselt, ich kann nichts nehmen. Ey. Fuck. Okay, guckt euch wie ihn abschieben. Pass. So, hier können wir uns dann entscheiden, wo wir mitgehen wollen. Ob wir mit ihm hier gehen? Oder mit den Rebellen? Mit ihm da. Ich habe das erste Mal auch hier mit dem gespielt, also werde ich das zweite Mal auch machen. Zusätzlich muss ich noch erzählen, diese Nordmann haben bestimmte Fähigkeiten, wie, beziehungsweise Voreigenschaften, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, oder auch die kaiserlichen, beziehungsweise jede Klasse und Klasse. Aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Nein, nein, der war ganz lieb, der war Hunter. Mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, komm, mach auf. Hopp, hopp. Danke. Na bitte,
Sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Nein, Holzschale will ich nicht. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Lasst mich taktieren. Da. Interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ist okay. Scheiß drauf. Ja, eine Kiste aufbuchen, da ist aber nichts drin. Also. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Ah, ist hier was drin? Ja, ein Helm ist da drin. Ah, ich habe mich gestern schon ein wenig mit dieser Steuerung bekannt gemacht. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Junge, sagst du es gleich nochmal? Schepper ich dir eine. So, jetzt haben wir auch die. Alter, ernsthaft, gleich Shepherds. So, Waffen werden wir auf beiden Händen ausrüsten bisher. So. Bücher, Schlüssel. So, wir haben zwei Schwerter. Das ist sehr gut. Wird das Blocken zwar, macht das Blocken unschön. Bis wir eine Zweihandwaffe haben, werden wir zwei Einheitwaffen nutzen. Weil ich werde wahrscheinlich Kriege mit Pfeil und Bogen und Zweihand machen. Das habe ich irgendwie vorher schon so besprochen mit mir selber. Ja, ich bespreche sowas immer mit mir selber. Weil zwei Einhänder sind recht cool, sind recht nice. Huch. I'm sorry. Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Kuckuck. Der hat einen Zweihänder in der Hand. Ich bin außer Atem. Hey du! Er hat sogar eine Äxte. Treffer! Autsch! So, du hast eine Eisenaxt, die ist sehr gut. Denn die nehmen wir jetzt in die Hand. Und du hast Handschuhe, die nehmen wir auch mit. Gewicht 8. Ach, wir können eine ganze Menge tragen. Dann machen wir die alle mal nackig. Zack, zack, zack. Weil das erste Mal habe ich, glaube ich, auch nicht alles mitgenommen. Aber, oh, hoch. Hübsch. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja. Ein wildverspieltes Schwert. Warte, können wir das so reinlegen? Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wir werden jetzt wieder diese Zweihandwaffe anlegen, wie ich es beim ersten Mal auch versucht habe. Also Streitaxt. Zack. Da. Haha. Ein Besen. Toll. Na, nichts von Wert, nichts von Wert. Hier auch nichts von Wert drin. Ne, da wollen wir jetzt nicht raus. Nach Himmelsrand ist eine Scheiße. Weil wenn wir nach Himmelsrand wollen, dürfen wir erstmal gegen einen Drachen kämpfen. Mhm. M1 gedrückt halten für einen mächtigen Angriff. Hi! Egal, ich will eh hier rein. Und jetzt hauen wir dem doch die Fresse. Huch. Mal sehen, wozu ihr fähig seid. Ich glaube, wir haben beide auf einmal umgehauen. Was mich so ein bisschen stört, beim ersten Mal spielen hatte ich hier sogar eine Zweihandschwert. Zaubertränke haben wir da einen, da haben wir Wein, da haben wir nix. Salz brauchen wir auch nicht. Die Kanönchen brauchen wir aber auch nicht. Da haben wir wieder Bein und ein gegerbtes Fell. Irgendwie mag ich keine Äxte. Aber egal. Ist ja jetzt nicht meine Entscheidung. Ich hätte aber zwei Deutschen anfangen, aber. Junge, hätt's nicht. Das soll so ein bisschen mit Ruhe gucken, wurde mir mal gesagt. Ich sollte alles in Ruhe, langsam und besonnen durchgucken. Huch. Hallo Folterknecht. Kaiserliche leichte Armschiene. Huhu. Gut, dass er irgendwie nietet wurde.